Hi Leute und willkommen damit zum vermutlich vorletzten Part von Let's Play Donkey Kong County Tropical Freeze. Wir machen weiter mit Welt 6-7 Kühlkammer und ich hoffe mal, dass ich mich heute deutlich besser anstelle wie gestern. Denn wenn ihr euch an gestern zurückerinnert, hatte ich ja einige Probleme in dem Part gehabt. Das war einfach nur eine ganze Fehlparade. Dazu kam, dass mein Mikrofon nicht funktioniert hat. Also einen Daumen runter für mein Video letztes Mal. Alles natürlich nur symbolisch. Bitte nicht auch in der Tatsache das machen. So. Ja, und wenn ihr das Video seht, ist vermutlich gerade der Tag, nachdem festgelegt wurde. Oder entweder kurz davor oder kurz danach. Ich weiß noch nicht genau, wann ich das hochlade. Auf jeden Fall ist es dann kurz vor der Entscheidung vom sogenannten Artikel 13. Und jetzt fragt sich euch natürlich, hey, what is that? Was ist der Artikel 13? Tja, und darüber möchte ich in dem Video ein bisschen reden, denn der könnte uns Let's Playern ganz schön zum Problem werden, sag ich mal. Wie, wo, was, weshalb möchte ich jetzt ein bisschen mit euch besprechen. Aber was ist das jetzt hier? Ich glaube, man muss irgendwie nochmal. Ich mache jetzt immer mal weiter hier mal rumgehüpfe. Und wir schauen einfach mal, was passiert. Wie wir sehen, haben wir hier einen Kreis, der das aber auch weiterhin weitermacht. Ach, der bringt uns hier durch. Ah. Ach, das ist so ein. Ui. Ich glaube hier, das ist so ein Elektronik-Level. Ich konnte es zurückspringen, aber ich tue es dann lieber doch nicht. Ey, das mit diesen, sind wir hier von der Elektrik zerlegt werden kann. Ich weiß ja nicht, was ich davon halten soll. Oh, das war knapp, ey. So, okay, hier kann auch ab und zu elektrisiert werden. That's nice to know. Good to know, whatever. Hier muss man jetzt wohl auch ducken. Vielleicht hätte man einfach nur easy going aufpassen sollen. Mich stört, dass hier jetzt gerade keine Midway. Ist klar. Natürlich löst es der Boden auf. Brr. Also erstes Mal brr. Ich hab keine Ahnung. Seht ihr das neben der Festcam? Ich hab keine Ahnung. Ich kann das alles nicht hier warten. Ganz gesund. Nee, ist nicht besser, ne? Oh Gott! Bei uns ist gerade alles so. Mann, mein ganzer Aufnahmekeller steht jetzt in der Wart voll. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Denn du, dass ich mir hier fliegen kann, ist in gewisser Weise ein paar Sekunden lang in der Luft Not retten kann. Ich das eigenes wirklich praktisch. Ja, so kann man nämlich genau so das Ganze da machen. Ja, das war ungünstig, wo ich da gerade gelandet bin. Auf dem Zeitpunkt, in dem ich da gelandet bin. Ja, hier war es auch sehr ungünstig. Und das war. Wow, da. Okay. Tut die einen die Elektrizität. Da kommen wir jetzt eben vorne. Da hole ich nochmal erstmal ein paar Ballons. Weil die sind. Ey. Die sind auch wichtig für späteren Spielverlauf. Weil ich meine, wenn wir jetzt dann das Endlevel in den nächsten Partus wahrscheinlich machen. Sollten wir ein paar Ballons haben.
Aber wie kann man auch sonst schauen, was es einfach noch so für Inventarzeugs gibt, was uns durchaus interessieren könnte. Weshalb wir nochmal in die Krimskrams-Kiste schauen. Aber ich will eigentlich nur Rot mit allen anderen, bin ich zufrieden. So, da kommen jetzt mal einige ein, aber das ist wirklich gut so. Ja, wir brauchen hier zu langsam Essen. Und die seht ihr, ne? So langsam wie das wirklich wäre und ich beiße mir hier alles aus. Und will endlich mal wieder wirklich abschließen. Und nicht irgendwie halbherzig was springen. Aber ich mache eh so in dem Game 2 Jahren nur so ein E-Loaded, wo es alle Level spiele. Ich sag's euch, das machen alle coolen Leute so. Die machen auch irgendwann aus dem Nix nur Loaded, was ganz cool ist. So. By the way, kommt dieses Jahr mal Reloaded zu Super Mario zu die Welt. Irgendwann, dieses oder nächstes Jahr. Möchtest du das nämlich definitiv machen. Nehme ich mir ganz fest vor. So. Aber nun, nach 6 Minuten Rumgelaberei, haben wir zum Artikel 13. Den ich ja eigentlich sehen wollte. Wenn dieser Artikel 13 ist, etwas Schönes vom CSU und CDU eingeführt, oder sollte quasi eingeführt werden. Und die Artikel 13 besagt, dass es fortan es erst einen sogenannten Upload-Filter geben muss. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das so ein Filter, damit quasi eben keine Urheberrechtsverletzung mehr passiert. Und dieser Filter ist dann verpflichtet, dass Plattformen wie... Ey, ach fuck, die ging ja weg. Dass Plattformen wie YouTube, Twitter, Facebook, whatever es da alles gibt, quasi ein Upload-Filter davor haben und der alles Copyright-mäßige claimt, aber nicht nur claimt, sondern die Videos immer hochlädt. YouTube hat das dann sowas in der Art, nächstes Wort, Content-ID-System. Nur da ist das Ganze halt noch krasser, denn die Videos, die Copyright-Verstoße haben, werden in dem Fall noch nicht mal hochgeladen. Und das ist mies. Sprich, Let's Plays könnten in der Form auch nicht mehr hochgeladen werden. Zum Leid von vielen tausenden Let's Playern. Weil die Videos dann von Nintendo Copyright beinhalten und das wird dann statt dass das Zeug geclaimed wird, geht das eben als Urheberrechtsverstoß und könnte dann nicht mehr hochgeladen werden. Das gilt für Memes, aber eben auch für Let's Plays etc. pp. Und damit wurden Let's Player in der Form aussterben. Und damit sehe ich meinen Channel halt auch in gewisser Art beschädigt. Also die Reform, hieß es jetzt heute, die Stimme schon mal dafür. Und das Einzige, was jetzt haben wir irgendwie, dann wird das jetzt am Juli wird das irgendwann halt endgültig festgelegt, ob das jetzt in Kraft tritt. In Kraft tritt, so wie die sagen, kann man jetzt playern in der Form, wie es das davor wirklich gab, adios und bye bye sagen. Und das ist eine Sache, die finde ich nicht toll. Ich habe und all meinen Freunden habe ich es auch gesagt, haben in der Petition dagegen geschrieben, gegen diese Upload-Reform. Denn wenn das hochgeladen wird, ist die Existenz von Let's Playern, also mir oder auch Domtendo und wer, whoever, Kronk, sie ist echt bisschen in Gefahr, weil ich meine, letztes sind ja die Let's Plays Videos nichts anderes als Copyright-Verstoße, wenn man es mal rein rechtlich nimmt. Außer man hat Lizenzen. Das haben ja aber die wenigsten, die haben wirklich Lizenzen. Und auch dann wäre es mir nicht sicher, ob das dieses System überhaupt blickt, alles mit dem, mit den Lizenzen etc. Also, hui. Das wird. Gott, das muss schnell sein. Das wird. Wirklich. Nicht so ohne. Und das Dortmiss hat einfach so ein Tieres. So überhaupt einfach deren. Die Gesamthaltung zum Ganzen. Weil ich meine, aus dem Nix mehr oder weniger meint dieser eine Typ jetzt diese Reform, Artikel 13 in Kraft setzen zu müssen.
Und alle müssen sich dran halten, etc. pp. Und ich finde das blöd. Weil natürlich, auf der einen Seite, die Grundidee, dass man Copyright, dass man sich was selbst darum kümmert, dass keiner Videos klaut oder so, das finde ich schon gut. Aber dadurch gehen halt auf der anderen Seite auch eben so Sachen wie Reaction-Videos, Let's Plays, konnten alles in Deutschland diesmal hochgeladen werden. Simpsonsfalls konnte ich dafür führen, dass das Plattform YouTube, Instagram und so weiter sagen, nee, also diese Upload-Filter so machen, das sind zu viele Kosten. Da verbieten wir jetzt einfach mal den Ländern Europa, Schweiz, pp. Also eigentlich nur Deutschland, könnte man verbieten wie Deutschland, jetzt Videos oder etc. das Zeugs einfach noch hochzuladen. Was da natürlich zur Folge hätte, ja, Gott, scheiße. Also das ist nicht toll. So langsam versteht's auch, was halt immer mehr Leute in die Schweiz auswandern. Also, zu Rest meines Erachtens jetzt schon irgendwann, ne? Weil das ist erst traurig, was hier in letzter Zeit wirklich passiert ist. Passieren wird auch noch. Also, ich hoffe erst, dass es nicht in Kraft gesetzt wird, sonst sehe ich mich als Player angegriffen und... Ja, come on. Jetzt kill ich mich bewusst mal absichtlich, weil ich brauche ja Leben. So fühle ich mich als Player so ein bisschen angegriffen, ne? Weil... Dann ist aus dem Haus mit den Displays. Und das ist eine Sache, die ist nicht sonderbar. Come on, einmal trifft dieser Typ mich immer. Aber das ist einfach eine Sache, die ist nicht sehr schön. Und viel mehr als hoffen kann man jetzt nicht mehr. Ich glaube, ihr könnt bei der Petition immer noch unterschreiben. Ich verlinke euch das auf jeden Fall auch in meiner Videobeschreibung. Und sage euch. Ja, hey, was ist denn das hier? Was kann man denn dagegen tun? Was ihr verratet ist, dass wirklich an Leute unterschreibt. Wenn ihr wollt, dass echt jetzt Plays in der Form einfach noch weitergibt. Weil sonst könnt ihr den Let's Plays bald wirklich adios sagen. Und damit meine ich nicht nur mich, sondern auch wirklich andere YouTuber wie dem. Hey, das ist viel wie dem Tendo oder Endisse. Können natürlich auch nicht mehr existieren, weil ich weiß nicht, wie es mit Lizenzen dann ist. Die sagen, ja, wenn die Lizenzen nachweisen können, dann ist das Ganze jetzt nicht so tragisch oder. Whatever. Ich hab noch ein Herz, ne? Wetten. Wetten, dass hier so gleich das Ziel kommt. Das ist. Okay, oder es ist erstmal der Boden unter mir komplett wegbewegt. Ich wette, ich verreckt jetzt. Ich wette es. I rock. Nein! Junge. Nein. Das sah mal, wie das wirklich so typisch ist. Fick dich doch. Guck mal, wie lange das zwei Herzen. Jetzt gehe ich mich umbringen. Ich war wirklich ein vorhandenes Ziel. Sowas richtig sympathisches auch, ne? Auf jeden Fall, Leute. Wir müssen erst irgendwas dagegen tun, damit sich das ändert. Die Reform, das darf so, wie es jetzt ist, einfach nicht weiter. Es geht nicht. Wenn das wirklich in Kraft gesetzt wird, dann war's das mit den Let's Plays dauerhaft. Scheiße. Come on, ich hab wieder nur ein Herz, ja. Dann war es das dauerhaft mit den Displays und das ist eine Sache, die ist nicht schön. Und also ich vermute einfach mal, weil ich meine ich auch das Antikstria. Ja, come on, Alter! Wieso springst du denn nicht hoch, du Wichser? Das ist jedenfalls das Antikstria-Licht, das ist ja was passieren wird. Weil wir kennen von YouTube solche Algorithmen. Hey, wie kann man den Typen den Gesicht ausweisen? Wir denken alle diese Algorithmen. Ah, fuck, ey. Wissen, was Sache ist. Können damit umgehen. Meistens können die es aber nicht. Und dann kommt eben sowas bei Sam wie jetzt eben hier. Einfach beisammenkommen wird. Und das ist eine Sache, die letztlich in der Form. Das heiße, ey. Ja, come on, übertreibt's hier mal nicht. Wieso einfach nicht hühnisch, ne? Weil was kann man jetzt gegen tun? Ich meine, man kann unterschreiben und hoffen,
dass das letztlich dann nicht, das Gesetz nicht eingeführt wird. Sonst sehe ich das hier erst als ein Problem für die ganzen ganzen YouTube-Deutschland, Let's Player, Leute, die reacten. Dann können zukünftig nur noch solche Videos gemacht werden wie Tanzverbot. Die macht, wie man es einfach, wenn man einfach vor die Kamera setzt und irgendwas da herlabert. Mehr sie ist da nicht mehr. Und das ist eine Sache. Da sollten wir uns jetzt wirklich nochmal überlegen. Ist uns das das wert? Der ganze Ärger. Gut, das wäre beendet, weil. Ups, ich meine, es ist schade. Weil diese Meinungsfreiheit und dieser. Man kann auf YouTube hochladen, was man will. Podcast so selbst. Das wäre dann alles nicht mal so da. Und ich meine, okay. Reactions sehe ich vielleicht noch ein. Weil Grunde genommen verdienen Leute damit Geld. Jetzt bin ich falsch, aber Grunde genommen verdienen Leute damit Geld, indem sie auf andere YouTuber reacten. Auf andere Videos reacten. Die andere gemacht haben. Was ja nicht viel Arbeit ist, aber das machst du auch mit Directs und so weiter. Directs könnte man auch nicht mehr reacten und so Zeugs, ne? Aber dass man halt auch keine Displays hochladen kann und darauf jetzt ein gutes hinauslaufen. Ich hoffe, dass sich da einiges noch ändert bis dahin. Aber das ist nichts Schönes, wenn das so bleibt, wie es jetzt ist. So, und das ist ein Heavy Level. Daran erinnert mich wirklich noch. Das war krank. Und da geht da bitte davon aus, dass ich es früher oder später definitiv was bringen werde. Jetzt sehe ich auch, weshalb das so krank ist. Also das Level, ach Gott. Da war ich noch, das saß auf dem Viewer schon zwei Stunden an diesem einbesessenen Level. So mies war das. Und das meines Erinnerung her nach auch wirklich komplett so Rest. Also jedenfalls wegen den der Gesetz 13 whatever, wir müssen dringend schauen, dass wir das hoffentlich gebacken bekommen, das ändern, weil so wie es jetzt ist, deshalb, das ist echt nicht schön und da sehe ich wirklich die Existenz von mir, aber auch anderen YouTubern, verdammt, in Gefahr, so, ne? Ich meine im Prinzip alle, die Let's Plays hochladen, und das sind ganz schön viele. Und dementsprechend auch, ja, verstehe ich, weshalb die alle inklusive mir so sauer auf die. Ach komm jetzt, hier geht's sowas. So sauer auf das Gesetz sind, ne? Und ich meine, man sieht das von den ganzen Petitionen an Leuten, die jetzt unterschrieben haben, dass die Mehrheit eigentlich dagegen ist. Aber das interessiert natürlich eine CSU, CDU. Der ist halt irgendwie nur am geringsten. Hä, hey, wie schaffe ich es immer an die. Ach Gott. Dann sollte man sich halt schon fragen jetzt. Ich meine, es ist halt so ein kritisch, ne? Weil es wird mehr oder weniger bald entschieden, sage ich mal, wie die Zukunft für ein Let's Play aussehen wird. Ob wir weiterhin auf YouTube Deutschland existieren dürfen. Oder ob das nicht geht. Ob jenes Jahr ist, dass man da muss und da weiß der Geier was. Alles. Definitiv. Nix Schönes. Holy shit, was ist das? Ich gerade wieder bei einer vorbeigedingste. Junge, wie habe ich das gerade überlebt? Wie?
Nee, ich glaube, das Level ging sogar, weil hier immer Nashorn ist und das sind wir jetzt einfach mal. Ich glaube, ich habe damals ja dauernd mal Nashorn verloren, sage ich mal. Aber das ist jetzt ja. Holy moly. Noch als Checkpoint. Das heißt, es geht jetzt in der vermutlich jetzt noch weiter. Ich kann mich eigentlich da wieder nämlich. Okay, das war unvorhersehbar. Ist ja vermutlich auch das Checkpoint, aber naja. Ein paar Liebsten haben wir noch, aber ach Gott, hier ist gut, hier ist wieder ein. Ja. Gibt jemand so Stellen, der fragt mich. Wie schafft man es an solchen Stellen? Okay, hier muss man wirklich das perfekte Timing drin haben. Sonst geht das nicht. Deshalb müssen wir wirklich kurz konzentrieren. Und danach vermute ich erstmal was in dieser Artikel 13. Sagen werde. Junge! Ich bin noch gesprungen auf Verratskeim. Heute habe ich noch zwei Leben und ich möchte ungern wirklich das Ganze komplett von vorne nochmal machen. Hä? Ich glaube, ich muss gar nicht springen wegen diesen Viechern. Gut, aber das nächste Level der Freifall ist nicht soft. Was pünktlich kommt. So gesehen. Dann. Das habe ich das jetzt auch. Und ein bisschen. Optimismus, ja. Das. Da muss man einfach wahnsinnig schnell sein und sprinten. Ich glaube, da muss man wirklich X. Im Dauerlauf gedrückt halten dafür theoretisch, aber ja, ist egal. Ich habe ja gesagt, das Level machen wir so weit wie es geht und wir überspringen mal, was wir jetzt auch können, weil das wirklich zum Schluss ätzend war. So, also auf jeden Fall nochmal zusammengefasst zu der neuen Reform, bevor wir im nächsten Part dann den Boss mit dem frostigen Finale machen werden. Was sehr lustig sein wird, hilft bitte mit, Leute, wirklich mit der Reform, dass der Artikel 13 nicht in Kraft kommt. Sei es, dass ihr bei der Petition unterschreibt oder sonst was macht, informiert euch einfach mal darüber. Alles wichtige Petition, generelle Informationen, was es ist, gibt es sehr gut erklärte Videos. Verlinke ich euch nochmal in der Videobeschreibung. Ja. Nach dem nächsten Part, was dann zugleich auch der letzte Part ist, werden wir uns den Boss von der sechsten Welt vornehmen. Darauf freue ich mich. Und jetzt sage ich danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao!